Guten Tag, mein Name ist Christian Petersen und ich bin hier der Chefbauer auf Hof Ankersold und möchte Ihnen heute mal unseren Demeterhof vorstellen. Hof Ankersold selber gibt es als Biobetrieb seit 22 Jahren, seit meine Frau und ich den übernommen und dann gleich umgestellt haben. In der Familie selber ist er ungefähr seit Ende des 17. Jahrhunderts. Wir haben im Moment 4200 Hühner, einen Stall mit 3000 und einen Stall mit 1200. Ich heiße Anne Jessen-Petersen und bin auf dem Hof Ankersold hier für alle Zwei- und Vierbeiner zuständig, worunter auch die Kühe zählen, die hier hinter uns laufen. Wir haben eine Mutterkuhherde, eine Zuchtherde Limousin, das ist eine Fleischrinderherde. Die Rinder leben auf dem Betrieb von pflanzlicher Nahrung. Sie kriegen keine tierischen Zusätze und von hofeigenem Futter. Wir wechseln einfach ganz oft die Weide. Auszubildende sagen immer, mein Gott, so viel wie bei euch habe ich noch nie Rinder umgetrieben. Auch die Jungrinder wechseln alle 3 Wochen ihre Weide, sodass wir immer dann, wenn Parasiten infektiös wären, von der Weide weg sind. Ich bin Thilo Bremer. Was ich hier mache, ist hauptsächlich der Ackerbau und die Getreideanlage. Wir haben gut 86 Hektar insgesamt Ackerfläche. Da stehen dieses Jahr 6 Hektar Feldgemüse drauf und gut 25 Hektar Roggen, 20 Hektar Dinkel, 10 Hektar Hafer und der Rest der Ackerflächen wird mit Lehgras bestellt als Bodenaufbau und Futterfläche für die Mutterkühe. Also das Besondere in der Öko-Hühnerhaltung ist einmal, dass wir weniger Tiere pro Quadratmeter Stallfläche haben. Und dass das Futter natürlich ein ganz anderes ist, nämlich ein biologisch produziertes Futter. Und da ist es beim Demeter-Verband auch noch so, dass wir dort 100% Biofütterung haben, während nach EG-Richtlinien eben noch 5% konventionelle Zutaten erlaubt sind. Für uns ist einfach nicht nur ökologisch wirtschaften wichtig, sondern es ist schon uns auch wichtig, dass wir damit eine gewisse Lebensphilosophie verbinden, nämlich uns mit anderen Menschen zu verständigen über das, wie Leben gestaltet werden sollte und wie Wirtschaften gestaltet werden sollte. Und uns geht es nicht eigentlich nur darum, jetzt ein Bio-Ei zu produzieren, sondern es geht uns darum, dass auch die Verbraucher, also unsere Endkunden, sich damit identifizieren können und sagen können, ja, das ist eigentlich auch so etwas, wie ich mir das eigentlich auch vorstelle. Hier kommen die Eier hier an, aus dem Nest, nach hinten weggerollt. Dann legen wir die hier auf die Sortiermaschine. Hier werden sie dann auch gewogen und gestempelt. Und dann auf dem Ei selber ist unser Hoflogo aufgedruckt und unter dem Hoflogo die Bio- und Packstellennummer. Dioxin kommt ja aus Verbrennungsvorgängen und was man eben nicht machen darf, ist, wenn man mit Holz zum Beispiel heizt, dass man die Asche irgendwie in die Staubbäder tut bei den Hühnern und auch keine Brandflächen sozusagen Lagerfeuerstellen in den Hühnerausläufen hat. Das ist das, was man selber sozusagen tun kann. Und dann ist es im Endeffekt eine Frage, von wem ich mein Futter beziehe. Wir beziehen nur aus Demeter-Anbau und möglichst auch nur von Betrieben, die wir auch persönlich kennen. Das ist für uns eigentlich dieser persönliche Kontakt und auch zu wissen, wer als Mensch dahinter steht, viel besser einzuschätzen, ob da ein Risiko mit der Ware vorhanden ist oder nicht. Neben den ganz normalen Ökokontrollen und Demeter-Kontrollen. Wie sind wir auf die Idee mit der Hühneraktie gekommen? Die Idee mit der Hühneraktie kam uns mit dem Dioxinskandal, weil wir damals vor 5 Monaten von vielen Kunden gehört haben, dass viele Verbraucher, von denen wir dann überrannt wurden, auch gesagt haben, dass sie die Schnauze sozusagen gestrichen voll hatten von der Art und Weise, wie auch gewirtschaftet wird. Dass es eben nicht nur ein Versehen ist, sondern das ganze Wirtschaftssystem als solches nicht greift und dass immer wieder solche Fehler entstehen werden. Hinter der Hühneraktie verbirgt sich die Idee, dass sich unsere Kunden direkt bei uns an den landwirtschaftlichen Betrieb beteiligen können.
Das ist ein Genussschein, der verzinst wird in bar oder mit 5% in Naturalien. Und der Kunde bekommt dafür im Gegenzug sozusagen einmal im Jahr auch einen Rechenschaftsbericht, wie sich die Hühnerhaltung hier auf dem Hof entwickelt hat. Und hier ist einfach auch die Möglichkeit für Kunden, sich einfach finanziell hier dran direkt zu beteiligen und dort auch eine engere Bindung zu uns herzustellen und für uns auch eine engere Bindung zu unseren Kunden und auch zu sehen, was die Kunden wirklich möchten, was sie wünschen, und sie erhalten eben auch im Gegenzug einfach auch mehr Klarheit für sich. Und es ist vielleicht etwas weniger Romantik dann manchmal, aber es ist einfach mehr Klarheit, und das finde ich eigentlich sehr gut, auch in den Beziehungen einfach zueinander.